So, meine lieben Freunde, heute möchte ich mal eine kleine Mod-Vorstellung machen. Und zwar, wie ihr hier seht, von den X-Wagen. So, fangen wir doch mit den einzelnen Wagen erstmal an. Und wie ihr seht, haben wir hier drei verschiedene Zugattungen zur Auswahl. Wir fangen hier einfach mal an mit der ältesten. Das ist die S-Bahn. Lackierung der Epoche 4, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich hier so das DB-Zeichen anschaue, müsste das Epoche 4 sein. Und da haben wir hier unseren Steuerkopf nach vorne mit einem Zugführer vorne drin. Ja. Schön zweite Klasse, da ist das Orange noch etwas dunkler. Hier den erste Klasse Waggon, zweite Klasse Waggon und den Steuerkopf nach hinten. Hier. Schön mit den roten Schlusslichtern. Dann haben wir die S-Bahn-Lackierung der zweiten Generation. Das müsste dann Epoche. Ne, dann ist das Epoche 4 und müsste das Epoche 3 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist dann das Orange etwas heller und ich glaube auch von der Innenausstattung dann etwas moderner. Hier wieder der zweite Klasse-Waggon, der. Erste Klasse Waggon sieht so aus und natürlich unseren Steuerkopf nach hinten. Und für die ganz modernen haben wir natürlich auch noch den X-Wagen in Verkehrsrot. Ja, das ist zum Beispiel etwas für mich, werden sich einige schon denken, denn wer meine Streams oder meine Videos verfolgt, ich liebe Verkehrsrot und die werden heute auch noch aktuell eingesetzt. Im Rhein-Ruhr-Gebiet zum Beispiel, die werde ich auch sicherlich auf meiner Karte einsetzen. Und hier haben wir wieder unseren Steuerwagen nach vorne, den erste Klasse Wagen, den zweite Klasse Wagen und den Steuerkopf nach hinten. So, der Zug würde so nicht fahren, denn er bräuchte natürlich noch eine Lok. Ich habe das nur mal so zum Showcase so zusammengefügt, also Leute, denkt nicht, wenn ihr den Zug so zusammenstellt, dass er fährt. Er braucht eine Lok. Traditionell hinter dem Verkehrsrot heutzutage fährt eine 143. Früher ist hinter denen, glaube ich, auch eine 143 gefahren, aber natürlich in der S-Bahn-Lackierung. Man kann aber auch eine 111er dahinter setzen. Die gibt es auch in der S-Bahn-Lackierung. So, ich muss wirklich sagen, die Wagen haben länger gebraucht, sehen aber dafür exzellent aus. Man kann nichts dazu sagen. Es gab eine sehr lange Beta-Testphase, wo ich unter anderem auch mit dabei war und die Wagen haben sich wunderbar entwickelt. Nochmal ein herzliches Dank an Skelis. Ich freue mich sehr auf weitere Mods von dir. Und ja, zum Abschluss gibt es noch ein paar Aufnahmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.